Herzlich willkommen in der Marktkirche in Poppenbüttel. Karfreitag, der Tag, der uns an das Sterben Jesu erinnert. Ein Feiertag, den man eigentlich nicht feiern will. Gern würden wir diesen Tag auslassen, der uns an den Tod und die Grausamkeit erinnert. Und doch sind wir gerade in dieser Zeit von so viel Leid umgeben. Manchmal schreit es nur noch in uns. Aber wohin mit diesem Schrei? Am Karfreitag sehen wir auf das Sterben Jesu. Auch er wusste etwas von dem Schrei der Hilflosigkeit. In seinem Leiden stellt er sich uns in unserem Leiden an die Seite. Eine Kerze steht vielleicht schon auf ihrem Tisch, Licht der Gegenwart Gottes. Er ist da, auch wo es um uns dunkel ist. Ich lese einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium aus dem 15. Kapitel. Die Soldaten kreuzigten Jesus. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch, einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Noch einmal stieß er einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Hände gekreuzigt. Ein zerbrochener Weg. Das Blau nur rechts und links zu sehen, dazwischen nichts. Etwas ist zu Bruch gegangen, abgebrochen. Aus den Trümmern der Bruchstücke schreit eine Hand. Jesus hat sich festnageln lassen. Festnageln lassen auf unsere Schuld. Er hätte sich doch davon lösen können. Er hätte herabsteigen können vom Kreuz. Aber er bleibt. Festgenagelt an den Hass und den Spott der Menschen, an Gleichgültigkeit und Arroganz, an Einsamkeit und Verlassenheit. All das will er auf sich nehmen, an sich nehmen, damit verbunden sein, damit er auch das Schlimmste, das im Menschen wohnt, hineinnehmen kann in seine Liebe. In seiner Liebe kann sich alles verwandeln,
auch das Dunkel in uns. Aber er stirbt mit der Schuld. Er stirbt mit der Schuld der Menschen. Im Vertrauen auf Gott hat er all das getragen und ertragen. Wird dieses Vertrauen standhalten? Er schreit seine Verzweiflung und Verlassenheit heraus. Er schreit sie Gott entgegen. Und so bleibt er, so paradox das klingen mag, in der äußersten Verlassenheit ganz nahe bei Gott. In seinem Erleiden hat er auch uns diesen Weg eröffnet, mitten in der Verlassenheit, ganz nahe bei Gott. Der zerbrochene Weg, er geht weiter, trotz allem. Lasst uns beten. Jesus Christus, wenn ich in Leid und Einsamkeit bin, wenn mich Zweifel befallen, wenn um mich alles Nacht ist, wenn ich kein Wort hervorbringe, dann sieh mich an. Nimm deinen Blick nicht von mir. Hilf mir schreien. Hast du mich verlassen? So wie du geschrien hast. Und lass auch mich erfahren, dass ich nicht ins Bodenlose falle, sondern in Gottes Hand. Amen. Lass uns miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.